Hallo Leute, ja, letzte Folge hatten wir hier Burrows eingerichtet, die aber total verkehrt sind. Das müssen ja Zonen werden. Burrows sind ja irgendwie was, wo man jemanden, wenn ein Angriff ist, hinschickt, dass der in diese Zone geht, damit er irgendwo geschützt in der Festung ist, wo davor die Verteidigung dann ist. Oder man macht es halt so, dass man Zonen einrichtet, wo die dann sich bewegen können, um da ihre Arbeit und ihr Essen und so weiter zu machen, damit nicht zu viele durcheinander laufen zum Beispiel. Das könnte man auch machen. Wir brauchen aber hier Zonen und die sollten wir nach dem Logo gleich einmal ändern. Hier die Burrows wegnehmen und die Zonen da einrichten, die wir brauchen für den Bookkeeper war das und für den Chef, ne? So, das heißt, wir gehen hier, nee, das war falsch, wir müssen hier hin in den Burrows, das können wir wegmachen, okay. Und wir löschen die mal beide raus, das war ja verkehrt, und gehen dann hier hin und machen hier ein Office raus. Müssen jetzt das Office auswählen, das müsste dieses dann sein. Das akzeptieren wir. Und das weisen wir zu, und zwar unseren Bookkeeper. Das nennen wir noch hier um, das ist der Bookkeeper, das ist der Lagerverwalter. Das haben wir dann. Und das zweite wäre dann noch hier. Noch ein Office. Daneben. Accept. Und das ist unser Expeditionsleader. Und der kriegt hier Chefsache. Schuss. Und dann haben wir diese zwei Zonen fertig. Das war unser Ziel. Und dann können wir auch mal laufen lassen wieder zwischendurch, ne? Dass hier was passiert. Dann muss hier noch ein Stuhl hin, den haben wir noch nicht. Furniture, Chair. Da haben wir den fertigen Stuhl. Dann ist das erledigt. Dann brauchen wir noch zwei Türen. Hatten wir, glaube ich, auch noch einen Auftrag gegeben. Doors, Doors. Einmal da. Und einmal da. Gut, das passt. Jetzt ist da auch ein Stuhl gelandet. Das ist erstmal schon mal so weit, so gut. Wir haben hier die Squad noch stehen, die sollten vielleicht auch mal was arbeiten und nicht hier. Da müssen wir noch mal in die Squad gehen und müssen gucken, dass wir die umändern. Da gehen wir mal rein und die sollten. Was haben die für Aufgaben? Monthly Orders, wie sieht das denn hier aus? Monthly Orders ist Train, 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 Off Duty, Train, Off Duty, das sind immer 333. Das heißt aber. Ist das gerade das, was ich will, oder wenn ich jetzt hier das wegmache, dann laufen sie los, oder? Nee. Cancel an order, does not affect the scheduled order. Ah, hier, die werden nicht da. Okay. Monthly order. Off duty. Wenn das aktiv ist, ist es dann so, dass die off duty sind. Genau. Oder? Machen die jetzt. Gesund. No official position. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Stehen sie unten und machen nichts. Okay, aber ich denke mal, wir können das auch erstmal sein lassen. Wir machen hier noch ein Lager hin, das haben wir noch nicht. Das ist aber schon fertig ausgebaut. Das machen wir mal neu hier. Da wollten wir Getränke reinmachen. Custom Food und Drinks. Achso, nee, das war doch hier all. Dann ist das richtig. Dann sollten die da jetzt auch die Fässer reinbringen. Dann, ja, passiert auch schon. Hier aus der Destille raus. Hier oben wollten wir, so wie wir sehen, hier schon wieder was Neues bauen. Und zwar, wir haben ja den Woodcutter draußen. Den sollten wir vielleicht mal mit der Zeit reinholen gerade. Das heißt, wir bauen hier 2, 4, 6 sind das, okay. Das heißt, da haben wir irgendwas falsch gemacht, aber das machen wir jetzt mal so.
6, 3, warte mal, das kann das und das. Das bedeutet, dass wir jetzt hier auch 6 machen, hier einen machen und dann machen wir den Weg darunter. So, dann ist das schon mal erledigt. Dann können wir das nächste auch noch gerade machen, weil wir wollten ja die Dingens auch rausbringen, den Woodcutter machen und wir wollten auch, den haben wir nämlich auch noch nicht mit der Steinverarbeitung, ne? Das können wir dann auch hier machen. Warum sind die hier alle noch drinnen? Die Burrows, das gefällt mir nicht. Schedule. No orders. Gehen sie jetzt alle los dann? Wohl nicht, ne? Warum sind die alle hier drinnen? Create new Squad. Ne, will ich nicht. Ich will ja eigentlich das hier einstellen. Wie kann ich das hinkriegen? Current Month ist das. Trainieren gerade. Ach so, okay. Und wenn sie nicht trainieren, vielleicht ist es ein bisschen zu viel. Wir machen Off-Duty mehr. Edit. Nee, das brauchen wir nicht. Das geht auch nicht. Ist es jetzt weg? Nee, oder? Ach nee, wir waren hier oben irgendwo. Warte mal, das ist 1, 2, 3, 1, 2. Ja, doch, ist weg. Gut, no order. Off duty, no order. Gut, wo das jetzt herkommt, weiß ich nicht. Lass es. Das muss ich nochmal mal checken. Warte mal, wenn wir jetzt im nächsten Monat kommen, dann sind sie off duty. Okay, dann passt es ja erstmal wieder. Das heißt, sie müssen jetzt mal gerade noch was trainieren. Lassen wir mal gerade so. Das ist ja ein Burrow. Ne, Zone schon, ne? Sag schon hier. Ja, haben wir. Barracks. Und das ist denen zugeordnet. Okay, das passt erstmal alles. Die sollen nicht die Sachen da drin haben, weil wir überhaupt gar keine Schränke haben. Vielleicht sollten wir hier noch Schränke reinstellen. Das wäre noch eine Möglichkeit, ne? Aber die müssen wir erst produzieren. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil diese hier, ja, komm, das hat keinen Sinn. View Monthly. Und im letzten Monat müssen wir hier Edit machen. Und rausnehmen. Aber jetzt sind sie fertig. Jetzt könnten sie eigentlich was tun, oder? Nicht ausgerüstet. Warum wird hier nicht gegraben? Warum stehen die da nur rum? Tired, müde ist er. Und soll er schlafen gehen. Die sind müde, die schlafen. Hat sich jetzt gerade was zu trinken geholt, oder? Oder holt gerade was zu trinken, denke ich mal, ne? Items, Health, Skills, Rooms, Labor. Okay. Military, the Guilders Reach, no orders. Aber warum? Ja, irgendwie passt das gerade nicht. Off Duty, Edit. Wir lassen nur 7 trainieren oder 6 vielleicht sogar nur dann, oder? Mal. Unnamed Order. Okay, vielleicht ist da auch noch ein Problem zu suchen. Da ist Training.
5. Fünfer-Training. Das heißt, wir ziehen da 4 raus, 5 raus. Und das passt dann, oder? Dann Editing, Fünfer-Training. Aber das ist jetzt Off-Duty, das war ja wohl wieder voll doof, ne? Das passt ja hier Off-Duty. Hier kann ich gar nichts auswählen, oder? Nehmen wir den Bass. Ah, jetzt speichert er gerade ab. Warte mal, man kann ja hier auch ein Copy drücken, ne? Dann. Warte mal, hier Off-Duty ist hier überall. Und wenn ich jetzt hier No Orders mache, will ich nicht. Das hatte ich da falsch gemacht. Dann kann ich hier ja. Wo ist jetzt No Orders? Da, Paste. Und dann kann ich hier auch pasten. Jetzt müssten sie doch alle weggehen, oder? Irgendwie nicht. Wohl. Bis auf einer sind sie. Na, das ist jetzt der zweite wieder. Keine Ahnung warum. Haben wir jetzt schon 9 Monate oder was? Nee, ne? Doch, wir haben schon 9 Monate, aber Off-Duty sind sie alle. Warum trainiert der? Ich habe es jetzt mit dem Constant Training hier auch noch nicht so ganz verstanden. Monthly Orders. Ist Off-Duty jetzt eigentlich in dem Monat. Ich weiß nicht, warum sie immer hier drinnen stehen. Keine Ahnung. Und jetzt schlafen sie hier auch noch in den Betten. Obwohl, der geht jetzt auch wieder raus. Was macht er denn? Weiß ich nicht. Jetzt kommt er wieder. Stellt sich da wieder hin. Er schläft jetzt. Hier geht's nicht voran, hier wird nicht gebaut. Equipped ist klar. Military Routines, done. Add new routine. Off duty. Stagger Training. Alles nicht das, was ich jetzt gerade machen will. Er hat eine Schubkarre bei und macht was. Aber, ah, jetzt geht hier einer hin und macht was. Warte mal, kann das sein, dass wir hier unten noch. Ach, der war vielleicht hier unten unterwegs, weiß ich nicht. Könnte natürlich auch sein. Ah, wäre aber sinnig, wenn er da unten jetzt weitergemacht hat. Da geht da gerade einer runter. Nein, der hat einen Wheelbarrow. Der holt gerade Steine da weg, okay. Ja, Steinlager ist jetzt auch hier so eine Sache, ist schon wieder voll, ne? Vielleicht sollten wir mal mehr Lagerfläche haben, ne? Da ist die Mitte. Das müssen wir wegradieren dann. Und da passiert aber auch nichts. Removing, Mining, Shopping, Gathering, Mothering, Orders. Ja, das haben wir gerade ausgewählt. Jetzt wird hier oben ordentlich gemacht. Okay. Aber es sind immer noch welche da drin, ne? So, das heißt, wir bauen jetzt hier unseren Workshop. Und zwar den Stoneworker. An der Sit. Und dann machen wir noch. Workshop Carpenter. Weil den draußen wollen wir ja wegmachen, ne? Machen wir da.
So, dann brauchen wir Lager. Hier. Accept. Und Wood. Und darunter Steine. Stone. Und hier haben wir ein Endlager. Achso, nee, das haben wir jetzt falsch gemacht, glaube ich, ne? Da haben wir das Endlager. Accept und das kommt da rein. Bars and Blocks. Ja, da könnte ganz viel rein, ne? Warte mal, da müssen wir Custom machen. Nochmal non, ne, Bars and Blocks wäre, wenn richtig. Stone und Clay Blocks. Nochmal alle. Finished Goods, nee, Food. Furniture. Stone Clay. Alle. Leather Corps. Refuse Sheet Stone. Ne, das Steine brauchen wir nicht. Wir wollen ja fertige Dinge da rein machen. Ich glaube, das war's dann mit dem Lager. Da drüber brauchen wir noch eins. Und zwar dieses. Accept. Und da machen wir auch das hier. Und jetzt wird es schwieriger. Steinbarren gibt es, Holzbarren gibt es da nicht. Coins, Finished Goods. Wood. Furniture. Leder, Korps. Das war nur das Holz selber. Ich glaube, das war es erstmal hier. Ich hoffe, das ist dann so passend. Dann würde ich sagen, zerlegen wir den hier. Remove this building. Das wird abgebaut. Das ist schon mal gut. Fertig. Das sollte jetzt hier funktionieren dann, ne? So, hier ist natürlich überall noch nichts drin. Haben wir unten schon mal das Steinlager ausgebaut. Ja, dann können wir da auch gerade noch ein Lager für Stein noch weiteres machen. Und zwar Accept und Stones. So. View Stockpile. Dann machen wir mal zwei Karren rein. Ah ne, Barrels nicht. Wheelbarrows. So. Und dann ist er hier am Fahren. Was macht er jetzt hier? Achso, der trägt gerade einen Stein, glaube ich, wahrscheinlich, weil er so langsam ist, ne? Zu wenig Wheelbarrows wahrscheinlich. Vielleicht machen wir hier noch ein Wheelbarrow mehr rein oder auch zwei. Wir haben noch welche, hoffe ich noch, ne? Da stehen auf jeden Fall welche drin. Wie sieht es hier unten aus? Ist ausgehoben? Ne, da fehlen noch ein paar Stellen und da auch noch. Hier können wir auf jeden Fall eine schöne Farm rausmachen, weil die ja passend ist. Jetzt wäre noch die Frage, 9x9 da unten, dann wird das wahrscheinlich auch noch so sein, ne? Oder? Neun. Wird nur sechs gehen. Nochmal hier geht auch nicht, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7 wird hier gehen. Ja.
Dann machen wir das doch mal so, so und so. Dann kriegen wir da noch ein kleines Feld hin. Und hier machen wir tatsächlich auch noch so ein Feld hin, weil es lohnt sich ja doch hier, weil hier der gute Boden ist, ne? Da sind jetzt 6 Felder, egal. Dann machen wir das Ganze hier auch noch mal. Und wahrscheinlich ist es hier auch so, dass das gehen könnte, ne? So. Sieht erstmal gut aus. Hier ist jetzt keiner mehr drin, das heißt, die haben jetzt wirklich Freizeit oder was? Ne, das nochmal auf. Nochmal rein. Schedule. Wir sind im zweiten Monat auf Duty. Wahrscheinlich läuft es jetzt. Einer schläft da, die sollen da auch, können da auch schlafen, wenn sie wollen. So war das, glaube ich. Hier haben wir jetzt Steine drin. Jetzt haben wir hier noch gar keine Aufgaben. Ja, das mit den Aufgaben, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.